Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, sehr geehrter Präsident Herr Reimann, sehr geehrter Geschäftsführer Herr Gartmann, sehr geehrte aktive und ehemalige Nationalräte und alle, die Sie heute hierher gekommen sind und schon so lange und so geduldig den Reden lauschen. Ich freue mich, hier zu sein, in der Tat. Als ich 2016 in Interlaken per Hubschrauber eingeflogen wurde und der Tagungsort kurzfristig verlegt wurde, weil die ach so toleranten Linken ihre Tagung stören wollten, da war das ein ganz aufregender Tag und ich habe mich sehr gefreut, bei Ihnen reden zu dürfen. 5 Jahre später, im Jahr 2021, hat sich die Aggressivität der Linken nicht geändert, aber meine persönliche Situation dafür umso mehr. Ich bin heute noch deutsche Bundestagsabgeordnete. Diese Zeit endet in wenigen Wochen im Oktober dieses Jahres mit der Neukonstituierung des Deutschen Bundestages. Und ich bin anders als damals parteilos und damit sehr glücklich. Meine Damen und Herren, ich möchte heute über ein Thema reden, bei dem man ja eigentlich denkt, dass gerade jemand aus Deutschland dazu in der Schweiz nicht viel zu sagen hat. Denn es ist unbestritten, dass Sie als Schweizer bezüglich Souveränität und Unabhängigkeit uns Deutschen doch Erhebliches voraus haben. Und trotzdem, das haben alle meine Vorredner sehr deutlich gemacht, ist die Schweiz in ihrer Integrität durch ihre Nachbarn immer wieder bedroht. Und die Frage, wie es mit den großen westeuropäischen Nationalstaaten weitergeht, ist auch für die unabhängige Schweiz von großer Bedeutung. Ohne Frage ist die Diskussion über den Fortbestand der europäischen Nationalstaaten eine ungeheuer emotionale. Und von allen politischen Seiten wird darüber intensiv gestritten. Dabei ist es gar nicht so wichtig, ob man selbst sich auf die sogenannte postnationale Phase freut und sie geradezu in einem vereinten Europa herbeisehnt, oder ob man sie meist aus konservativen Kreisen als Bedrohung empfindet. Alle gemeinsam müssen wir mit Blick auf die Entstehung und die Entwicklung der Nationalstaaten feststellen, dass sie heute nicht mehr die gleiche Rolle spielen wie vor 100 oder 150 Jahren. Und als Politiker, glaube ich, sind wir es den Bürgern auch schuldig, die aktuelle Situation unserer Nationalstaaten realistisch einzuschätzen. Dafür, meine Damen und Herren, lohnt ein Blick in die Zeit der Geburt der typisch großen Nationalstaaten. Denn dieser Blick erklärt zugleich, warum die Schweiz und auch Länder wie die Vereinigten Staaten von Amerika sich, Gott sei Dank für sie, substanziell von dem typischen deutschen Nationalstaat oder dem Nationalstaat Frankreichs oder auch Italiens oder Spaniens unterscheiden. Wie wichtig Ihnen als Schweizer die regionale Autonomie und die staatliche Unabhängigkeit schon zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches waren und wenn auch unter anderen Versuchungen selbst im 21. Jahrhundert noch sind, das hat Herr Blocher heute sehr ausführlich und sehr plastisch dargestellt, das können meine Vorredner und haben sie viel besser erklärt als ich. Kurz und knapp, der Freiheitsgedanke verbunden mit der einzigen Notwendigkeit der eigenen Verteidigungsbereitschaft sind integral für Ihr Schweizer Lebensgefühl. In den Vereinigten Staaten schweißt die Idee des American Dream die Nachfahren der einstigen Siedler zusammen und auch viele spätere Einwanderer. Auch hier ist der staatliche Ordnungsrahmen zwar notwendig, aber die Bundeshauptstadt in Washington DC mit ihren Institutionen und auch mit ihren politischen Einstellungen, die manchmal sehr stark vom Rest des Landes abweichen, sind für viele Amerikaner in ihrem Lebensgefühl weit, weit entfernt. Und das kennen Sie aus der Schweiz. Wir sind zwar in Bern, aber ich weiß, dass so manchmal die Berner Ihnen politisch sehr fernstehen. Auch sprachlich ist die Schweiz mit ihrer Vielsprachigkeit Ausdruck einer Staatsidee, die weit über die nationale und monosprachliche Definition hinausgeht. Wann entstanden nun in Europa die Nationalstaaten? Wie entstanden sie und warum entfalteten sie für eine begrenzte Zeit solche und auch zerstörerische Macht? Lange war die Herrschaft in der Geschichte der Neuzeit göttlich und damit von der Kirche definiert.
Sie war dynastisch definiert, denn die Fürstenhäuser regierten europaweit und waren durchaus mehrfach untereinander verwandt. Das Prinzip dynastisch und religiös-göttlich ergänzte sich, denn die Dynastien verstanden sich, wie wir wissen, als irdische Vertreter der göttlichen Ordnung. Dann kamen die Reformation und die Aufklärung. Und diese Prozesse stellten die scheinbar ewige Ordnung nun in Frage. Denn der Mensch, der Bürger, der vorherige Untertan, war nun nicht mehr ein anderer Mensch als der Fürst oder König, sondern die Frage der universellen Ordnung stellte sich neu. Welche Ordnung sollte der göttlichen und dynastischen folgen? Und scheinbar beantwortete Frankreich und die Französische Revolution diese Frage zuerst, denn hier entstand zum ersten Mal die Idee, die Bürger aller Stände gegen die Monarchisten und später gegen große Teile Europas und andere Völker zusammenschweißte, nämlich die Idee der Grande Nation. Es war der Kampf für eine neue Ordnung, mit der Napoleon zwar scheiterte, nach vielen Opfern und vielen Kämpfen, aber die Idee des Nationalgedankens, meine Damen und Herren, hat sich dennoch seitdem in Europa verbreitet und führte in Deutschland zur Reichsgründung 1871, wie Sie wissen, und in Italien einige Jahre vorher 1861. Doch eines muss man feststellen, gerade im Vergleich mit den vielen Jahrhunderten davor, die nationalstaatliche Idee war heftig und sie war eine sehr stark lodernde Flamme, aber schon nach dem Ersten Weltkrieg, also gerade einmal 50, 60 Jahre nach der Entstehung der großen mitteleuropäischen oder auch südeuropäischen Nationalstaaten, war sie eigentlich schon wieder vorbei. Der Erste Weltkrieg mit vielen Millionen Opfern endete 1918, 1919 und schon da war die Begeisterung dafür, für sein Land in den Krieg zu ziehen, deutlich reduziert. Vor allen Dingen für die, die wussten, wie es auf den Schlachtfeldern von Verdun und anderswo zugegangen war. Die Nationalsozialisten in Deutschland trieben es noch schlimmer. Sie überhöhten in den Jahren danach die nationalen Gedanken und pervertierten ihn zudem durch ihre Rassenlehre. Und wir alle kennen das furchtbare Ergebnis. So müssen wir feststellen, dass die nationalstaatliche Idee in Europa 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bereits an ihrem Ende angekommen war und die Entwicklung in größeren Verbünden zu denken bereits durch de Gaulle und Adenauer aufgegriffen wurden. Man redete nicht mehr so sehr von den Nationen, sondern man versuchte, eine Nachkriegsorganisation in Europa aufzubauen, die davon profitierte, dass man kooperierte. Es ist ein bisschen fast eine Ironie der Geschichte, dass de Gaulle und Adenauer sich dabei auf einen deutschen Theoretiker wie Carl Schmitt bezogen, der eine sehr zweifelhafte Geschichte mit den Nationalsozialisten hatte und sein Modell der großen regionalen Räume im Grunde als Grundlage für die spätere europäische Ordnung verwendeten. Es gab Ausnahmen, das ist ganz wichtig zu sagen, sowohl die Schweiz als auch die Amerikaner, die eben Willensnationen sind und keine Nationen, die auf einer Sprache basieren, auch kleine Staaten, die aufgrund ihrer Größe nicht den gleichen Prinzipien unterliegen, sowie die osteuropäischen Staaten recht junge Nationen sind oder auch das Vereinigte Königreich, die nicht primär eine Nation, sondern vor allen Dingen ein Empire darstellen, die entziehen sich dieser Theorie. Adenauer und Gaulle jedenfalls beantworteten die Nachkriegsfrage über ein deutsch-französisches Modell, in dem Carl Schmitt die Deutschen als regionalen Hegemon sah. Wir kennen die Geschichte, wir wissen, dass es eine deutsch-französische Kooperation mit französischer Verwaltungsordnung und meist deutscher Finanzierung wurde. Die Idee der Großräume mit einem regionalen Hegemon musste dabei gar keine grundsätzlich falsche Idee sein, denn der Gedanke dahinter war, dass innerhalb der Region es einen Hegemon gab, der diese Region dominierte, aber die Großräume, so wie ein europäischer, ein amerikanischer, ein asiatischer, vielleicht ein russischer, sich gegenseitig in Frieden ließen und auf diese Weise größere Auseinandersetzungen untereinander verhindert werden sollten.
Was ist der Stand heute? Wir erleben, und gerade Sie als Schweiz erleben das genauso, dass es scheinbar keine Bremse vor der immer tieferen Integration in einen europäischen Zentralstaat gibt. Der könnte, und vieles sieht derzeit danach aus, zu einer vertieften Staatlichkeit führen, weil die Verwaltungsprozesse, die in den Parlamenten angestoßen werden, und ich erlebe das seit 2017 im Bundestag, scheinbar demokratisch nicht mehr aufgehalten werden können. Und das, obwohl viele Bürger sich aktiv nie dafür entscheiden werden. Aber anders als in der Schweiz werden sie in vielen Ländern Europas, allen voran in Deutschland, gar nicht dazu befragt. Eine Frage, die all die europäischen oder die Vertreter eines gemeinsamen europäischen Staates nicht beantworten können, ist, wie sie einen Zusammenhalt zwischen all diesen Ländern und Völkern und zwischen den regionalen Unterschieden herstellen wollen. Was ist also die gemeinsame Idee eines zukünftigen europäischen Staates? Ist es der Frieden? In Parlamentsreden mag man das manchmal glauben, aber da, wo der äußere Feind fehlt, ist das Friedensargument kein besonders schlagendes. Es hielt vielleicht bis zum Ende des Zusammenbruchs der beiden Blöcke bis 1989, aber spätestens seit diesem Zeitpunkt ist die kommunistische Gefahr keine reale Bedrohung für die meisten Menschen, auch wenn sie damit vielleicht falsch liegen. Wo ist also die neue Idee für einen europäischen Großraum, der die Menschen zusammenschweißt? Und anders ist in der Schweiz, in der es ein typisches Schweizer Lebensgefühl gibt, ist es im großen Europa nicht in Sicht. Wo ist also die Alternative, nach der wir als Politiker immer suchen sollten? Und es gibt diese Alternative, auch wenn sie in der Öffentlichkeit nicht wirklich häufig diskutiert wird. Ich rede über kleine Räume, ich rede über Kleinstaaten, über die Möglichkeit zur Sezession, zur Abspaltung oder abgeschwächt, ich rede über regionale Autonomie und Subsidiarität. Die Ansätze dafür gibt es bereits, wir kennen sie alle, in Katalonien, im Baskenland, in der Bretagne und Normandie oder Korsika, im Elsass, in Venetien, in Norditalien, auch in Bayern, vielleicht sogar in Sachsen, auch wenn die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik ja gerade erst einmal 30 Jahre alt ist. Dann gibt es auch den Franz Herzog von Bayern, der als Wittelsbacher Thronrechte sowohl in Bayern als auch in Schottland als Nachfahre der Stuarts hätte. Es gibt die schottische Initiative, sich aus Großbritannien herauszulösen. Und einige dieser Initiativen, gerade was Schottland und Katalonien angeht, werden in Brüssel durchaus wohlwollend begleitet, weil es linke sozialistische Projekte sind. Das heißt, die scheinbar gegensätzlichen Lösungen eines europäischen Großraums und der Kleinstaaterei im besten Sinne müssen sich vielleicht gar nicht ausschließen. Denn eines muss man sich schon fragen, in Brüssel sitzen ja nicht nur Strategen und Vordenker, aber man kann sich manchmal fragen, ob diejenigen, die die Katalanen und die Schotten unterstützen, ernsthaft glauben, dass diese die Vorherrschaft der Engländer, der Briten aufgeben oder im Vergleich in Spanien der spanischen Zentralregierung, um dann in neue Abhängigkeiten unter Brüsseler Diktat zu wechseln. Wer ernsthaft darüber nachdenkt, kann diese Frage sicher mit einem klaren Nein beantworten. Den Brexit erwähne ich hier nur am Rande, aber selbstverständlich ist der Brexit die fleischgewordene Anklage an die Europäische Union, in dem die Briten sehr wohl zeigen, dass es ein Leben nach dem Austritt geben kann. Kleine Staaten, regionale Verbünde auf Kantonsgröße schaffen eine persönliche Legitimation. Warum ist das so? Sie können für sich in der Schweiz diese Frage viel besser beantworten als ich, aber lassen Sie mich drei deutsche Beispiele auf einer ganz praktischen Ebene nennen. Warum feiern die Rheinländer Karneval, aber die Westfalen mit ihnen im gleichen Bundesland Nordrhein-Westfalen nicht? Warum wurde die erste Eisenbahn nur zwischen Nürnberg und Fürth gebaut und nicht gleich zwischen Hamburg und München? Warum sind die Sachsen 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung wohl diejenigen, die am wenigsten mit den Berlinern zu tun haben wollen, vielleicht zusammen mit den Bayern, und die
unserer Bundesregierung am häufigsten kritisch gegenüberstehen. Wir Menschen ticken alle regional. Wir überschauen die Komplexität unseres Lebens im Kleinen, aber selten in großen Räumen. Das ist Realität. Und es gilt in jedem Land, je größer das Herrschaftsgebiet, desto schlechter werden die zentralen Regierungsergebnisse, wenn wir auf die Ebene der Städte und Kommunen schauen. Und das gilt auch, meine Damen und Herren, um das gleich vorwegzunehmen, für neue, vermeintlich komplexe oder tatsächlich komplexe Probleme. Denn wir alle kennen die Erklärung, es sind große Probleme, sie können nur national oder am besten gleich global gelöst werden. Aber ich glaube, das ist einfach falsch. Dazu zwei Beispiele. Zwei davon aus Deutschland. Egal, ob der Cyberkrieg im Internet tobt oder nicht, Politiker werden auch in Deutschland nicht müde zu behaupten, dass dies alles nur europäisch gelöst werden kann. Und dabei ist unsere deutsche Noch-Kanzlerin Angela Merkel diejenige, die öffentlich erklärte vor einigen Jahren, für sie sei das Internet bekanntermaßen Neuland. Die Regierungschefin. Und Sie alle wissen, es sind unbekannte Hacker, es sind kleine IT-Unternehmen, die Innovationen auch in solchen Problemlagen bieten können. Und gerade nicht der Verteidigungsausschuss oder der Innenausschuss des Bundestages. Oder nehmen wir ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr, das uns alle in unserem Leben ganz praktisch betroffen hat. Als Deutschland und Europa, im Prinzip die ganze Welt, im vergangenen Jahr wegen der Covid-19-Erkrankung in Panik ausbrachen, ob berechtigt oder unberechtigt, spielt hier gar keine Rolle, waren es eben nicht Parlamente und Regierungen, die praktisch Hilfe leisteten. Es waren fast überall Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern, die in Krankenhäusern Überstunden schoben, neue Stationen improvisierten und einfach praktische Hilfe leisteten. Probleme werden vor Ort gelöst und meistens nicht im Parlament und nicht in die Regierungsstuben. Viele von Ihnen wissen, was mit Menschen passiert, die plötzlich in politische Ämter gewählt werden. Sie glauben plötzlich, sie seien von einer neuen Kompetenz begeistert und haben sehr häufig den Kontakt zum normalen Leben verloren. Denn die allermeisten Menschen wissen, dass wir begrenzte Kapazitäten haben. Und wir müssen verstehen, als Bürger und als Politiker noch viel mehr, dass diese Begrenztheit etwas ist, was wir als Menschen nicht abschütteln werden. Und deswegen gibt es nur einen Ausweg aus dieser Situation. Wir müssen in guten Zeiten für die schlechten vorsorgen. Das ist biblisch und es gilt für Finanzmittel genauso wie für politische Fragen und ich meine damit speziell die Frage der Souveränität. Warum nicht laut über ein Recht zur Abspaltung, ein Recht zur Sezession von Bundesländern, Kantonen oder Regionen nachdenken? Gern in einem großen Ordnungsrahmen, gern mit gemeinsamer Verteidigung, wenn dies gewünscht ist. Warum nicht erlauben, dass Landkreise, zum Beispiel in Deutschland, ähnlich wie in israelischen Kibbuzen auch in sozialistischer Gemeinschaft leben und gemeinsam Eigentum erwerben. Wenn, meine Damen und Herren, sie diesen Landkreis auch selbst, also ohne Subventionen von außen, finanzieren. Warum nicht erlauben, dass Regionen auf Wettbewerb, Leistung und Selbstständigkeit setzen? Politiker, die Kompetenzen von Politikern beschränken, sind selten. Aber wenn wir Kompetenzen von Politikern beschränken, dann deswegen, weil die meisten Bürger mit Politik sowieso wenig zu tun haben möchten und einfach in ihrem Leben in Ruhe gelassen werden wollen. Jeder Verbund, jede Partnerschaft braucht eine Balance und rote Linien. Und es ist wichtig, diese vor einer Krise festzulegen. Leider ticken wir Menschen aber anders. Wir hoffen bis zuletzt auf das Gute und wir lernen zu selten aus Fehlern. Es gibt, so leid es mir tut, nach meinem Empfinden keine Schwarmintelligenz, nicht im Privaten und schon gar nicht öffentlich. Lassen Sie es mich ganz praktisch machen. Der Ehevertrag ist ein gutes Beispiel für einen solchen Balanceakt. Und damit Sie sehen, dass ich mich auch selbst bei den
Fehlern nicht ausnehme. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und auch wir haben beim zweiten Mal der Eheschließung den Ehevertrag versäumt. Aber wir haben es zumindest gemerkt. Der Ehevertrag im Kleinen, ich sage es ein bisschen scherzhaft, aber genau genommen beschreibt es das Problem recht gut. Der Ehevertrag im Kleinen ist auf der großen Ebene ein Sezessionsrecht einer politischen Untergliederung. Meine Damen und Herren, das ist gar nicht so weit entfernt, gerade von Ihnen nicht, denn es gibt ein, aber gerade mal ein Land in Europa, das ein Sezessionsrecht kennt. Es ist klein, aber es hat ein kluges Volk und offenbar auch einen klugen Fürsten. Das Sezessionsrecht ist auch nicht alt, wie man meinen könnte, sondern relativ jung. Im Jahr 2003 wurde es in Liechtenstein eingeführt und dient seitdem als Machtbalance zwischen Fürst und Bürgern. Das Sezessionsrecht, also das Recht zur Abspaltung, so unerhört, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingt, meine Damen und Herren, es ist der doppelte Boden für die Freiheit. Sezession heißt auch nicht automatisch Isolation. Anders als die Europäische Union uns allen seit 2016 weismachen wollte, ist der Austritt Großbritanniens für die Briten eben gerade nicht das Ende der Welt und schon gar nicht das Ende des Wohlstands. Das Vereinigte Königreich gehört nach wie vor zu Europa. Es gibt regen Handel und Personenaustausch und das trotz eines massiven Störfeuers aus Brüssel und den Versuch an Großbritannien ein politisches Exempel zu statuieren. Es gibt kurz vor dem Brexit einen NZZ-Artikel, in dem der Journalist, dessen Name mir entfallen ist, mutmaßt, dass die Europäische Union bezüglich einer Sezession besser aufgestellt sei als die Schweiz. Wir alle wissen heute, 5 Jahre später, dass dies ganz und gar nicht der Fall ist. Zwar gibt es den Artikel 50 der europäischen Verträge, in dem etwas über den Austritt eines Landes drinsteht, aber dieser Artikel ist überhaupt nicht mit Leben gefüllt und er war nie dazu gedacht, einen geregelten Exit gleich welchen Landes zu begleiten. Daraus, meine Damen und Herren, finde ich, müssen wir alle lernen. Denn so wie Sie als Mitkämpfer für die Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz um die Anfälligkeit von Berufspolitikern wissen und Ihre Tendenz, sich am Ende dem Posten und nicht dem Volk zu verschreiben, befinden Sie sich, so wie viele freiheitsliebende Bürger in anderen Ländern Europas, immer noch in der Defensive. Denn der Krieg um die Unabhängigkeit und die Freiheit wird heute nicht mehr militärisch, sondern emotional, in Kampagnen und vor allen Dingen in Vernebelung der tatsächlichen Absichten geführt. Wir, die wir Freiheit und Unabhängigkeit lieben, müssen erkennen, dass wir anstatt, wie so mancher Konservative, sich nicht an den europäischen oder auch siechenden Nationalstaat klammern sollte, sondern die Argumente unserer politischen Gegner stattdessen für sich nutzbar machen sollte. Soll doch jede Region in einer größeren Ordnung mit ihrer politischen Fasson selig werden. Aber dann soll sie ihre Lebensweise auch selbst bezahlen. Das gilt für marode Bundeshauptstädte wie Berlin, Washington DC oder eben auch für Bern. Was können wir, was können Sie also tun, diesseits und jenseits der bestehenden Grenzen? Ich erinnere nochmal, was Christoph Blocher zum Ende seiner Rede heute Vormittag sagte. Denn er sagte ganz zu Recht, dass die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz in den letzten Jahrzehnten mehrere Schlachten gewonnen hat, aber der Krieg noch lange nicht vorbei ist. Kriege, meine Damen und Herren, gewinnt man leider nicht in der Defensive, sondern nur in der Offensive. Die politische Linke ist seit Jahrzehnten offensiv und aggressiv für ihre Ziele unterwegs und schreckt auch vor der Zerstörung von Existenzen nicht zurück. Es gibt aber ein Ziel oder vielleicht ein Weg, der Aktionen für eine unabhängige und neutrale Schweiz langfristig zum Sieg in diesem Krieg verhelfen würde, nämlich die Verankerung eines Sezessionsrechts für die Kantone der Schweiz. Meine Damen und Herren, wenn jeder im Land wüsste, dass eine Unterwerfung unter die Europäische Union
oder welch anderen dominanten Nachbarn zum sofortigen Zerfall der Schweiz führen würde, wäre das Thema auf sehr lange Zeit politisch beerdigt. Meine Damen und Herren, ich wage sogar vorherzusagen, dass dieses Thema dann länger beseitigt wäre, als es die Europäische Union in ihrer jetzigen Form noch geben wird. Fast überflüssig zu sagen, dass ein solcher Schritt seinen Widerhall im restlichen Europa ohne Zweifel finden würde. Denn nicht nur in Deutschland, in vielen Staaten Europas, ob direkter Nachbar oder nicht, gibt es Bürger, die sich mehr Freiheit und mehr Autonomie wünschen. Und langfristig böten sich auf diese Weise in neuen Kooperationsverbünden Möglichkeiten zur gemeinsamen Zusammenarbeit auf einem freien Kontinent. Herzlichen Dank.